Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge StarCraft 2 2 gegen 2. Gegen jemanden aus Zagreb, der sich anders schreibt. Oder er ist Zerg und geht ab. Man weiß es nicht. Auf jeden Fall lädt er nicht. Offensichtlich geht er nicht ab. Double Zerg auf jeden Fall. Und Zarok ist auch noch Zerg. Ja. Soll ich überhaupt wallen? Ich wall mal nicht, weil hilft ja sowieso nichts, wenn du Macht nicht keinen Zerg bist. Unterschied. Jetzt ist heute aber erst Donnerstag, ne? Ja, das heißt, übermorgen ist erst Wochenende. Und das erst um 17:40 Uhr. Kannst du also nicht immer mehr Donnerstag 17:40 Uhr StarCraft spielen? Machen wir auch nicht mehr so oft. Ja, Gott sei Dank. Zumal du ja auch wieder arbeitest demnächst. Endlich arbeitet der Zarok mal wieder und ist nicht so faul den ganzen Tag. Oh, mir ist so langweilig, ich kann gar keinen Fußball mehr gucken, weil kein Fußball mehr läuft. Ja, das ist auch richtig. Ich stehe jeden Morgen hier um 3:30 Uhr auf. Und arbeitest dann irgendwie ein Jahr überhaupt nichts mehr und schläfst dann die ganze, gehst dann den ganzen Tag nur noch um 4 Uhr ins Bett. Das stimmt nicht. Ja, du hast es schon echt schlimm. Oh, das ist ein Early Pool übrigens. Oder? Was ist denn das? Das ist kein Early Pool, aber er greift gerade mit 5 Workern seine eigene Hedge an. Er hat ganz wenig Worker, aber es ist kein Early Pool. Hä? Was ist das? Scheißdreck. Bin etwas irritiert. Der hat einen normalen Pool. Ist vielleicht ein bisschen früher. Also es war auf jeden Fall Pool First, aber es war kein Early Pool. Double Gas, aber ziemlich früh. Sag beim nächsten Mal, wenn du Zerg bist und ich Protoss bitte. Auf dieser Map nimmst du bitte die vorne, weil dann kannst du creepen. Bringt dir Als als ob Zerg nichts, die hintere Base zu nehmen. ich das machen würde. Ja, aber es bringt dir als Zerg wirklich nichts, die hintere zu nehmen, zumal deine Reinforcements ja auch immer dann von hinten kommen. Da komme ich aber früher ran. Nein, unten kannst du ja wohl früh hinfahren, das ist doch kein Thema. Stellt der Mann auch noch Ansprüche? Ja, natürlich. Du musst ja ein bisschen als Teamspieler hier unterwegs sein. Frag mal Guillaume und wie es dort geht, ja? Was macht diese Drohne hier? Ja, du hast offensichtlich zu spät hingeguckt. Nicht mal das kriegt er hin, ja? Ja, du bist halt auch immer, du vergisst immer so Reaktionszeit mit einzurechnen. Das ist deine Ja, große du musst Schwäche. ja auch mal schneller Das reagieren. Ich weiß, du bist Bayer, ihr macht den ganzen Tag nicht draußen rumsitzen, aber hat trotzdem. aber Mono schon gesagt, dass du auch immer vergisst, irgendwie eine So. normale menschliche Reaktionszeit einzu Dingens hier. Wenn du, ich wette mit dir, wenn du bei Burger King oder irgendwo was zu essen bestellst, das muss auch immer sofort passieren. Und Ja, wenn da ist, natürlich. Mich, also Burger King und Co. regen mich sowieso mal auf. Ja, und noch Mayonnaise? Ja, genau, das ist auch eine gute Frage, eine berechtigte Frage. Gib mir einmal das scheiß Essen. Das ist Sowieso eigentlich nicht essbar, was man da isst. deine Grund. Doch, das ist. Ab und zu ist das gut. Ne, gut ist das sowieso nicht. Jetzt kommt der Umweltengel wieder. Warum Umwelt? Du stopfst da halt einfach absolute Billigscheiße in dich rein, wenn du bei sowas isst. Da Ist aber kommen gut. relativ viele Linge. Habe ich jetzt noch nicht. Ich hab halt gleich zwei Phoenixes. Meinst du mittelmäßig viele oder. Nö, das waren schon ein paar mehr. Aber das ist die Hälfte. Irgendwo steht nur Also die andere Hälfte. ein paar mehr als mittelmäßig viele, okay. Also eingeschränkt viel. Da kommen Baelinge. Ich lifte sie. Töte den Rest in der Zwischenzeit. Okay, da ist offensichtlich irgendwas noch explodiert bei Gut dir. geliftet. Ja, da war der Wendling. Okay, ich muss, glaube ich, leider meinen Plan noch mal leicht abändern.
online. Wo verbirgt sich der Feind? Die Himmel warten. Pass auf, der hat Bane-Dinge, ne? Ja! Nicht, dass du mir gleich sagst, oh, ich habe alles verloren, weil ich kann dann mit 5 Phoenixes nicht so viel gegen Linge machen. Ja, wenn ich explodiere, dann explodiere ich ihn. Ich habe halt 5 Phoenixes mit plus 1, aber das hilft gegen Linge jetzt nicht so viel. Er hat das Spiel eben vorgesehen, dass jetzt das Spiel vorbei ist. Meine Verbündeten befinden sich im Kampf. Upgraded Baning Speed. Eure Verbündeten befinden sich im Kampf. Verstanden. Ich füge mich. Baning Speed habe ich noch nicht. Er baut jetzt auch Roaches. Lohnt sich das überhaupt, Banninge zu töten mit einem Lift? Es sind ja. Es sind Gaseinheiten, ne? Also von daher. Auf den Schwingen der Gerechten. Sie brechen durch. Charazul, du Templari. Das hast du dir so gedacht, mein Junge. Yeah. So nicht, mein Freund. Ich durchstreife die Base. Was? Charazul, du Templari. Auf den Schwingen der Gerechtigkeit. Hier aber. Hier ist aber nix. Achso, ja. Ist unfair. Ich sehne mich nach dem Kampf. Oh, ich hab keine Energie. Das ist schön. Nee, das ist nicht schön. Finde ich auch nicht. Mein Leben für Ajur. Aber eigentlich will ich das hier bauen. Teleportation erfolgreich. Oh, ich hätte fast einen folgenschweren Fehler begangen. Alles explodieren lassen. Ja. Ich hab's aber noch gemerkt. Du hast doch, hast du nicht das richtige Profil eingestellt oder was ist da los? Ich hab dir das doch extra geschickt. Ja, das habe ich doch schon längst. Nee, das hat nichts. Du solltest übrigens nicht so geklumpt vor dem Creep des Gegners stehen, wenn wir wissen, dass der Gegner Bailinge spielt, ne? Ja, wenn die Einheiten das begreifen, dann werden sie diese. Ja, dann mach doch was dagegen. Die werden sich doch wohl dazu bereit erklären zu spielen. Sonst hat er immer seine Einheiten komplett in seiner Mainbase, aber jetzt. Jetzt stehe ich vor dem gegnerischen Creep und zwar geklumpt. Und denk auch gar nicht dran, das zu ändern. Jetzt Hydras. Warum schickst du eigentlich immer wieder 5 Linge da rein? Hast du den Waypoint immer noch nicht gefixt, oder was? Kannst du jetzt mal splitten da? Das war durchaus ernst gemeint. So, gesplittet. Ja, noch ein bisschen mehr eigentlich. Okay, hier, zack, weitergehen. Das ist ein bisschen viel vielleicht. Hub 8. Die Zillage Charge erforscht? Nee. Da kommen ganz viele Bailinge. Zarok, weg. Schick doch selber einfach mal 2 Bailinge dahin, anstatt. Nicht mit Attack Move mit allen da drauf. Split dich doch ein bisschen. Ich hab den Split-Knopf noch nicht gefunden, weil dann muss ich kurz im Hockey-Profil gucken, wo der ist. Ja, du kannst auch einfach mal ein bisschen was selber machen. Nergo, kriegst du das Zeug immer nicht so angreifen, der ist gar nicht so schlecht, wie du mal machst. Naja, in diesem Spiel wäre er schon 5-mal gestorben. Weil er den Bailing-Angriff gar nicht mitgekriegt hätte. Da sagt er schon nichts mehr. Ach, das sind Linge. Ja, du hättest auch Linge, die da, ne?
komme nie mehr rüber, bis das Ding tot ist. Ja, mit der Einstellung nicht. Aber sonst ist es easy geschafft. Na, Linge. Oh, das war schlecht. Genetische Matrix aktiv. Legt uns. Sarok, da sind schon wieder Gegner. Hätte doch deine Base. Oh, da geht die auch noch drauf. Nimm halt doch einfach vielleicht welche, neben denen du stehst. Warum nimmst du eigentlich welche komplett anders auf der Weil Map? Weil die schön sind. Nimm doch bitte die Base und dann vielleicht die oder so. Tu mir doch den Gefallen. Ich muss so gleich ins Bett. Da kommt der Gegner, Obacht. Obacht. Also er sieht dich nicht, ne? Weil er hat nichts zum Sehen. Ist eine coole Aussage. Also, beziehungsweise ich habe das, was zum Sehen da war, habe ich gesniped. Um nochmal schön Lorbeeren für mich einzustreichen hier. Wie sich das gehört. So. Mach mal euer sogenanntes On-Creep-Baneling düdeln. Lebe ich noch? Nein. Wenn das noch ernst wird, sag mal Bescheid. Ne? Ich, so lange mache ich einfach mal Attack-Move. Muss gerade ein bisschen makroen. Aber mein Supply steigt mehr an, als dass ich verliere. Von daher ist es alles gut. Ja, wenn du mitfightest, kann man das vielleicht... Ja, ja, ich bin eigentlich auf Attack-Move. Du stehst. Eigentlich müsste ich irgendwie mal kommen. Ja, es kommt offensichtlich immer wieder was. Jetzt sieht er übrigens wieder was. Guck mal, ich kann hier so einen geilen Timer. Zeitkrümmung! Die ist voll rot. War die schon immer rot? Die war doch nicht rot früher. Ich mag rot werden! Oh, Bändige. Blutlords! Ja, das ist jetzt vielleicht nicht die beste Antwort gegen das, was ich habe. Das sind übrigens Overseer, nicht Blutlords. Oh. Overseer! Jetzt ist gleich mein Mama-Ship tot. Macht nix. Ja, aber du hast ja schon 180.000 Tempest. Ja. Gar kein Problem mehr für dich. Ja, du machst das. Ich schick einfach Wellener an Wellener Linken rein und du gewinnst das. Ich mach die Ablenkung und du machst den... Ich mach Style und das Geld. Ihr solltet vielleicht alle auf unterschiedliche... Einheiten schießen. Du machst die Ablenkung, ich mach die Ablenkung, du machst den fertig. Ich hab auch Burrow, aus Gründen. Irgendwo hab ich auch noch einen Warp Prism, hier. Sollte vielleicht mal auf Carrier switchen. Wir begegnen den Feind im glorreichen Kampf. Ach so, ja dann, viel Spaß. Du machst das schon. Das weiß ich noch nicht, ich versuch's. Mann, weil hier so ein Spinecrawler. Guck mal, ich baue jetzt noch ein paar DTs. Ich komme aus dem Schatten. Ein
GG. G to the G. Guck mal, die war nur Platin 2. Guck mal, ich habe gar nichts verloren. Man sieht allerdings gut, wo ich supply-blocked war. Ziemlich lange. Naja. Gut, an dieser Stelle würde ich sagen, war es das für die heutige Folge. Ich hoffe, euch hat es gefallen und ich hoffe, ihr schaut auch beim nächsten Mal wieder vorbei. Hier oben rechts könnt ihr auf die nächste Folge klicken. Unten rechts auf ein anderes Projekt von mir. Und dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Macht's gut. Tschüss.